Moin Jungs und moin Max Sacco für dein Erster. Während ich gerade das Video gemacht habe, Make Your Own Wall Breach, ich weiß nicht, ob das Englisch so korrekt ist, aber ich vom Gefühl her ist korrekt. Und wenn nicht, dann ja, kriegt's den Kuchen von mir. Auf jeden Fall, während ich gerade das Video gemacht habe, ist mir aufgefallen, weil ich an eine Location nicht reingekommen bin, wie ihr seht, war ich dann plötzlich aber im Panzer drin. Und ja, ich fühlte mich da relativ geschützt, weil ich einen Wallbreach im Panzer gemacht habe. Und was macht man in einem Panzer? Man holt irgendeine Waffe raus und schießt auf die Cops. Dann guckt man, dass man 5 Sterne hat, bewegt sich nicht und guckt, dass man die 5 Sterne wieder los hat und bekommt dadurch AP. Und halt irgendwann mal, wenn man das, also ich habe es ja schon gemacht, aber ich glaube 50 Mal muss man dann die 5 Sterne Cops loswerden und dann bekommt man die Auszeichnung und gibt dann nochmal bis dahin, grob überschlagen, fast 2000 RP. Ja, nicht ganz, aber ein bisschen weniger. Und das Video wollte ich euch einfach zeigen, dass ihr, wenn ihr nicht in die Wand reinkommt, und mit links und rechts, dass ihr einfach ein bisschen mehr rechts oder mehr in die Richtung zu dem Panzer macht und dann seid ihr im Panzer drin. Und dann seid ihr eigentlich geschützt vor allen, bis der Panzer halt dann von irgendwelchen random Leute auf dem freien Modus mit Raketenwerfer und irgendwelchen bösen Zeug bombardiert wird, bis er explodiert und nicht mehr vorhanden ist. Aber so lange habt ihr eigentlich God-Mode. Und dann könnt ihr eigentlich so ein bisschen Unfug machen, ein paar Steine organisieren, die Steine wieder loswerden, wieder Steine organisieren, wieder loswerden. Und es macht so eine Zeit lang und habt ihr eigentlich dann am Schluss vom Ende vom Tag richtig viel AP gemacht. Klar, ihr hättet mehr APs wahrscheinlich gemacht, wenn ihr irgendwelche Jobs spielen würdet. Aber es gibt ja immer Leute, die im freien Modus irgendwelchen RP-Glitch suchen und ja, da habt ihr einen. Er ist zwar nicht so sinnvoll, aber es gibt ja Leute, die mögen lieber so die RPs machen wie in Jobs. Ja, das möchte ich euch zeigen. Es ist kein besonderes Video. Mein Ziel von dem Video ist einfach, die 10 Dislikes zu kriegen. Also, wenn ihr schon am Liken seid, dann dislike doch einfach das Video. Also, mein Ziel ist einfach 10 Dislikes und dann freue ich mich. Weil das Video ist nicht wirklich gut, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil ich gerade in Feierlaune bin. Beziehungsweise ein Video macht Laune, weil die Außentemperatur sich einigermaßen so hält, dass ich jetzt hier beim Video machen nicht hyperventiliere, obwohl das hat ja mit Hitze eigentlich nichts zu tun. Oh mein Gott, mit was hat es denn dann zu tun? Mit Überhitzung. Überhitzung meines Körpers. Ja, so. Ja, auf jeden Fall, für die Leute, die sich's anschauen und irgendwas erhofft haben, es ist nichts Spektakuläres. Ich wollte es einfach nur zeigen, dass ihr in den Panzer reinkommt. Godmode genießt, solange der Panzer die Panzerung noch hat. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen und lasst doch ein Dislike da, das würde mich freuen. Anschließend, nach diesem Video, werde ich das andere Video hochladen, das ich eigentlich machen wollte. Also in dem Fall, Jungs, viel Spaß und cheatet immer schön und immer schön glitchen. Keine Shark-Cards kaufen, sondern dafür gibt es ja die Money-Glitches. Ne? Also, viel Spaß,